gewonnen hat. Kinners. Willkommen zum Gewinnervideo des Giveaways. Wir fangen direkt an mit der kleinsten Waffe, also mit der ihr wisst schon. Das ist die Galilaya Rocket Pop. Gewonnen wurde diese von Amaro Sanchez. Fintinate. Denkt bitte dran, dass ihr hier unter dieses Video in den Kommentar schreibt, oh, Amaro Sanchez, ich habe anscheinend gewonnen. Und dann noch eben euren Steam-Link dazu. In den Kommentar, bitte. Dieser Name, der eben gewonnen hat, also der praktisch bei dem Giveaway geschrieben hat, ich mache mit, dieser Name muss jetzt hier dann auch antworten. Nicht, dass irgendjemand schreibt, ich bin übrigens Pimmelnase, ich habe gewonnen, aber ich heiße jetzt anders. Nee, nee. Das heißt nämlich hier, du gibst einfach jemand anderem meine Waffe, ich war doch nur kurz nicht da. So. Als nächstes haben wir die Sword of Origami Schrotflinte. Diese Waffe geht an Wargaming. Viel Spaß damit. Die Gewinner steht übrigens hier unten nochmal in der Liste, wie ich es jetzt gerade eben nenne, ausgeschrieben. Falls ihr mich nicht versteht, weil ich so undeutlich spreche, weil ich so nuschelig. Des Weiteren haben wir noch eine Mach 7 Cobalt Ohr. Gewonnen hat Elvex TV. Elvex TV. Viel Spaß mit deiner neuen Waffe. Dann haben wir hier noch die M249 System Lock. Natürlich, wie soll das auch anders sein? In Factory New. Ratet mal, wer die gewonnen hat. Ich muss kurz auf den Zettel gucken. Kleegrill. Viel Spaß damit, Kleegrill. Die nächste Waffe ist die Statrek P250 Valenz. Diese wurde gewonnen von SLX.6. Verteilt damit auf jeden Fall ordentlich ein paar Ordentlichs, ne? Ist klar. Dann haben wir hier noch die Statrek UMP45 Riot. Diese kommt bereits mit sagenhaften 100 Abschüssen. Das heißt, die ist das 100-fache ihres Preises wert, weil ich damit Abschüsse gemacht habe. Sie wurde gewonnen von Emination Hyäne. Oder Emination Hyäne. Doch, hier soll es so sein. Emination Hyäne. Viel Spaß mit deinem Gerät. Dann kommt die AUG Ricochet. Ricochet. Ein wunderschönes Teil. Dieser hat gewonnen. Smash. Smursch. Du alter Gewinner. Viel Spaß mit der Waffe. Als nächstes kommt die wunderschöne MP7 Empire. Ihr wisst ja, da sind diese geilen Geisterviecher drauf. Also es ist auf jeden Fall eine Waffe für jemanden, der auch Geschmack hat, ja? Und diesen Geschmack besitzt Mr. Fly CSGO Gaming. Viel Spaß damit, Mr. Fly. Die vorletzte Waffe ist die CZ75 Auto Pole Position. Ein richtig flottes Teil. Diese Waffe wurde gewonnen von Killer Nator mit Arnator. Lass damit auf jeden Fall mal ein paar Leute weg, ja, ist klar. Bei dem Namen. Und zu guter Letzt kommt die M4A1S Atomic Alloy. Ich kann es euch hier nicht zeigen, weil die bei unserem Spender noch ruht. Also bei Mr. Rothwell, der das hier möglich gemacht hat, eben diese Waffe zu verspenden. Er wird sie euch auch geben. Deswegen kann ich sie euch jetzt hier nicht vorführen, weil ich dir gesagt habe, komm, behalte sie bei dir auf dem Account und gib du sie dann einfach an den Gewinner. Gewonnen hat Nitty, Nitty 3.1K Herz. Oh mein Gerd, Nitty, Nighty, Night. Viel Spaß mit dieser Waffe. Ich werde dir, wenn du dich dann hier unter dem Video gemeldet hast, die Verbindungsdaten von Rothwell zusenden. Und dann tauscht ihr den Kram hin und her. Und dann wird er dir die Waffe rüber traden. Ja, soweit so gut. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Morgen kommt das nächste Giveaway. Direkt klatsche ich's raus. Und es wird richtig fette Waffen geben. Ich will es jetzt nicht verraten, aber es wird vielleicht das Statrek AK-47 Elite-Bild. Wäre das was oder wäre das was, ha? Ich habe einige geile Waffen hier wieder am Start. Auch alles dank Rothwell, die hat er mir diesmal komplett rüber getradet. Also ja, seid auf jeden Fall morgen mit dabei beim Giveaway. Ja, vielen Dank, ne? Ciao, ihr Babys.